Hallo, ich bin Carlotta. Ich mache gerade ein Praktikum beim Thomas im Bundestag hier in Berlin. Ich werde euch heute mal auf eine persönliche Tour mit durch den Bundestag nehmen. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ich stehe jetzt hier im Jakob-Kaiser-Haus und das ist hinter mir eine Mitarbeiterkantine, eine Möglichkeit, seine Mittagspause zu verbringen und etwas zu essen. Und von hier aus geht's weiter rüber ins Reichstagsgebäude. Wir befinden uns hier im Keller des Reichstagsgebäudes. Ihr seht hinter mir ganz viele Schachteln. Auf jeder dieser Schachtel steht ein Name. Das hat was damit zu tun, dass hier jeder Politiker, der von der Weimarer Republik bis hin zum Umzug hier nach Berlin, also von Bonn nach Berlin, eine Schachtel bekommen hat, wo der Name draufsteht. Das hier ist der Übergang vom Reichstagsgebäude zum Paul-Löbe-Haus, wo ich euch gleich auch nochmal die zweite Kantine zeigen werde. Die heißt Lampenladen. Das werdet ihr gleich sehen, warum die so heißt. Ich stehe hier jetzt vor dem Lampenladen. Das ist eine weitere Kantine. Leicht erklärt, warum der Laden Lampenladen heißt, wenn ich jetzt mal die richtige Perspektive erwische. Ich glaube, da sieht man es. Genau, da hängen nämlich ganz viele Lampen. Und ja, das ist so mit meine Lieblingskantine. Hier vom Lampenladen aus zeige ich euch jetzt mal das Paul-Löbe-Haus. Hier geht es weiter zum Paul-Löbe-Haus. Hier ist die Spree. Und das ist das Paul-Löbe-Haus. Ganz vielen Sitzungssälen und Büros natürlich. Ich finde, es ist architektonisch ein sehr interessantes Gebäude und man verläuft sich auch ganz gerne da drin. Also ich habe heute Morgen auch schon die AG-Sitzung gesucht. Ich habe jetzt ein Gespräch mit der Ministerin Barbara Hendricks. Das findet statt innerhalb unseres Praktikantenprogramms. Auch sehr cool ist, da organisiert die SPD-Fraktion für alle Praktikanten und studentischen Mitarbeiter ein Programm, wo verschiedene Gespräche stattfinden, Besuche im ARD-Hauptstadtstudio. Da auch mit dabei sein konnte ich bei der Bundespressekonferenz, das ist sehr interessant. Wir fahren jetzt im Paul-Löbe-Haus mit dem Fahrstuhl hoch zum Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Ebene 6, Nord, Übergang Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Und gehen da einmal auf die Brücke. Ja, da sind wir. Hier sind wir auf der Brücke, ist ganz schön tief, sieht man. Da ist das Paul-Löbe-Haus, aus dem sind wir gerade gekommen. Hier ist die Spree, fährt ein kleiner Dampfer auf der Spree. Und das ist das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Hinter mir sieht man den Reichstag dahinter, also noch weiter hinter dem Paul-Löbe-Haus. Und jetzt geht es noch einmal kurz weiter zum Bundeskanzleramt und dann war es das auch schon. Hier geht's jetzt weiter durch das Paul-Löbe-Haus zum Bundeskanzleramt. Das Bundeskanzleramt. Da hat die Frau Merkel ihr Büro. Das war's jetzt auch schon mit meinem kleinen Follow Me Around. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch ermutigt, auch ein Praktikum im Bundestag zu machen, denn hier gibt es echt viel zu entdecken.
Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen oder einen Kommentar da und folgt dem Thomas auch unbedingt auf Twitter, Facebook oder Instagram. Da gibt es immer Neuigkeiten aus Berlin und auch aus dem Wahlkreis und so seid ihr immer up to date. Bis dann!